Falls Sie die Stimmen kennen, sich aber wundern, welche Melodie sie singen, dann können wir nur sagen, eine perfekte Synergie. Lukas Perlmann und Ramesh Nair haben sich zum modernen Rat Pack zusammengeschlossen, um sich auf die Spuren von Frank Sinatra, Dean Martin und Robbie Williams zu begeben. Den Rahmen dazu liefert die neu eröffnete Nostalgie-Arena in Mariatafal. Naja, die Idee entstand eigentlich schon 2012. Da war das erste Mal das Thema, irgendwas in diese Richtung zu machen, und ergeben hat es sich 2013 bei unserer ersten Veranstaltung, bei der ersten Musical Gala, dass wir ein Zirkuszelt angemietet haben, und so ist es dann wirklich entstanden. Nee, das hat natürlich für ein Swing-Programm hat das natürlich einen guten, ein gutes Ambiente, weil es ist ein bisschen wie klein Las Vegas. Es hat sogar eine Show, es hat ein Show-Element. Automatisch kommt man herein und man weiß, hier erwartet einem etwas ganz Besonderes. Doch warum sind die beiden Musical-Experten in das Swing-Genre gewandert? Swing-Musik ist eine unsterbliche Musik, die hat mich schon von klein auf begleitet. Ich habe dazu schon als junger Bub gesteppt und das Wohnzimmer so ein bisschen zerlegt zu Hause. Und von daher lag das eigentlich nahe, jetzt nach der Anfrage hier in der Nostalgie-Arena ein Programm zu machen, ein Swing-Programm zu machen. Und ich freue mich sehr drauf. Mit Swing ist der Name Programm. Schwungvoll und mit viel Witz tauchen Ramesh Nair und Lukas Perlmann in eine Stilrichtung des Jazz ein, die ihre Wurzeln in der Zeit der 1920er bis 1930er Jahre in den USA hatte. Da halt doch auch rhythmisch-metallische Klang in unseren Ohren wieder. Einer, der uns an Fred Astaire erinnert. Steppen war ja meine größte Stärke noch von den Tanzdisziplinen im Konservatorium bei der Ausbildung. Es ist dann ein bisschen verstaubt, bis ich vor kurzem mit Ramesh wieder einige Stunden meine Steppschuhe entstaubt habe. Und er ist da bei mir auf ein großes Talent gestoßen. Wirklich nämlich. Wirklich. Und wenn er das mal sagt, naja, insofern muss ich dem natürlich mehr nachgehen. Ach ja. Das Ganze nennt sich A Night of Swing und ist eine charmant witzige Story der beiden Bad Boys. Über Wahrheit und Schwindel ihrer Geschichten lassen sie das Publikum aber bis zum Schluss im Trüben. Also die Idee kam von den Jungs und es kam auch von hier, einen Swing-Abend zu machen. Dann haben wir uns gedacht, das ist uns ein bisschen zu wenig. Und wir haben uns eine ganze Geschichte drumherum gebaut. Das ist eine Hochstapler-Geschichte und es wird überraschende Momente geben in der Show. Tatsächlich war das spannend jetzt auch für mich, weil wir nicht jetzt irgendwie von irgendeiner Musical-Produktion engagiert worden sind, wo wir einfach als Darsteller sind, sondern wir nehmen hier tatsächlich sehr viel selber auch in die Hände. Das ist unser kleines Baby. Und da haben wir von Anfang an gleich geredet, okay, wer übernimmt da welchen Teil? Also wer ist wann am Stillen dran? Und, die Geburt oder, übernimmst du. Die Geburt übernehme ich. Ja, dankeschön, Lukas. Und das Organisatorische muss geklärt werden, technisch, künstlerisch, wo wollen wir damit hin und so. Und das hat sich ganz selbstständig eigentlich so eingegroovt, dass jeder so seinen Platz und seine Position gefunden hat. Und das ergänzt sich sehr, sehr gut. So wie die beiden Überraschungsmomente in ihrer Show aus dem Hut zaubern, so ziehen die Geschäftsführer der Nostalgie-Arena ihre Gäste aus dem Zauberhut. Wir schauen da natürlich auch immer drauf, dass wir die Künstler vorher kennenlernen, wenn wir sie noch nicht kennen. Meistens ergibt sie sich so, dass sie es eben über einen anderen Künstler, der uns schon kennt, der uns die dann vorstellt und dann einfach einmal auf einen gemütlichen Abend hier bei uns zusammensitzen und dann tut man sich schon viel leichter, dann ist es schon viel für beide Seiten viel angenehmer. Wenn es dann zum Auftritt kommt, dann kennt man sich schon, dann ist man praktisch schon da zu Hause. Auf diese Art und Weise haben es Lukas Perlmann und Ramesh Nair in die Nostalgie-Arena geschafft und dafür ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt. Closer than Marcus to all of LA. Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul can bust. Swing ist ja irgendwie auch Harmonie und es scheint mir da bei euch zu klappen. Ja. Absolut. Schauen wir mal, wie oft wir das noch spielen. Wenn es beim einmal bleibt, dann werden wir sicher harmonisch aus dem rausgehen. Wenn wir es 500 Mal spielen, dann wird es dort und da sicher Ups und Downs geben. Das ist ganz normal. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir es 500 Mal spielen. Das wäre natürlich ein Traum. Dann nehme ich Ups und Downs auch in Kauf. Ich auch. Am 7. Mai ab 19.30 Uhr in der Nostalgie-Arena in Mariatafal. Karten gibt es unter www.nostalgieheuriger.co.at.